Dremi, Lobgrenzzirkel Gemeinde und willkommen zu Battle Island Commanders. Einem Spiel, das ich von Anfang an eigentlich einfach schlicht und ergreifend nicht niemandem in keinster Weise überhaupt irgendwie empfehlen kann. Denn es handelt sich hier um ein absolutes Cash-Grab-Spiel, das theoretisch auch auf Mobilgeräten spielbar wäre. Theoretisch deswegen, weil, ich habe da vorhin gerade mal geguckt, suchst du nach Battle Islands Commanders, diese App ist für dein Gerät nicht verfügbar, weil sie für eine ältere Android-Version entwickelt wurde. Mit anderen Worten, das Spiel wird nicht einmal mehr aktuell gehalten. Das einzig Positive an dem Ding ist, dass es Free-to-Play ist, aber nicht kostenlos, denn wir haben hier gewertete Schlacht, wir haben Ausbildungskampf. Im Ausbildungskampf kannst du keine Währung kriegen, die wir hier oben sehen. Das Rote ist unser Rang irgendwie. Dann haben wir hier Vorräte, dann haben wir hier die Echtgeldwährung. Und was das Blaue ist, weiß ich gerade nicht. Dann haben wir hier über Zeit, kriegen wir immer wieder so Kisten, blablabla. Und jetzt kommt's. Wir können natürlich mit Echtgeld Gold kaufen. Mit Gold können wir wiederum Vorräte kaufen und mit diesen Vorräten kaufen wir dann wiederum Units bzw. potenziell Upgrades für die Units. Hier haben wir die Einheiten, hier haben wir unser Bataillon, besteht aus 8 Karten. Hier ist Reserve, also Karten, die man noch hat, die aber nicht mit drin sind. Und dann haben wir hier noch, naja, die Einheiten, die es noch im Spiel gibt, die wir aber selbst nicht haben. Und entsprechend alles erstmal freischalten muss. Ja, wir haben hier ein Kriegsspiel. Und ich sag's mal so, Matchmaking ist jetzt nicht so das Wahre. Erstens kann es sein, dass du bis zu 10 Minuten wartest. Dann dauert das wiederum nur 10 Sekunden, bis du einen Gegner hast. Ich hatte vorhin mal einen Gegner, der hatte irgendwie was über 500. Der war Level 5, der hat mich auseinandergenommen. Ich hatte nicht 0, sondern Minusschnitte gegen den. Der zweite Gegner, den ich gekriegt habe, gegen den konnte ich wenigstens verhindern, dass er einen kompletten Sieg einfährt. Also ich habe da auf Zeit spielen können. Aber ja. Wir gehen jetzt gar nicht in eine gewertete Schlacht, sondern wir gehen jetzt einfach in den Ausbildungskampf und gucken uns an, wie das Spiel funktioniert. Wir haben hier zwei Seiten. Das Schiff ist die Hauptbasis, die muss zerstört werden und dann werden hier Truppen gespielt. Diese Truppen basieren hier auf Karten, die wir haben. Immer 4 auf der Hand. Hier ist die gegnerische Hand. Hier haben wir unsere, wie nennt sich das? Kommandopunkte, die gehen bis 10 hoch und jetzt können wir hier zack, zack, ein Punkt, zwei Punkte und jetzt können wir hier das nächste einsetzen. Dass der hier einfach mit dem Flugzeug kommt, weißt du? Die KI ist eigentlich auch schon über mir, das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Aber irrelevant gerade an der Stelle. Das war jetzt nicht so schlau, den direkt in den Weg zu stellen. Egal, jetzt machen wir noch einen Hund hier rein. Wuff, wuff. Die sollten gleich verrecken. Weil die laufen mir hier rein. Hehe. Aber mit ihnen um, Alter. Warum ist der Mercer so hart, Mann? Hau ihn weg. Der Stacheldraht ist auch schon Stufe 3, der Stufe 2, ne? Seine Units sind Stufe 4. Okay, gehen wir halt unten durch. Okay, der erste Bunker ist weg. Oh, jetzt sehen wir hier den dicken Panzer. So, das Ding ballert er selbst auch noch. Der zweite Bunker dürfte gleich weg sein. Jetzt kriegen wir doppelte Kommandopunkte, weil wir in der letzten Minute sind.
Naja, vier können die jetzt nicht mehr ausrichten, den Sieg haben wir so gut wie drin. Oh, noch ein paar Hundis. Und das war's. Das ist das ganze Spiel. Mit einer KI komme ich soweit klar. Leider hat man hier keinerlei Zugewinn. Das Problem ist, bei einer gewerteten Schlacht, wenn man verliert, hat man auch gar nichts. Und da man eher mit Spielern zusammengelegt wird, die deutlich über einem sind, ich versuche es trotzdem noch kurz. Schauen wir noch eben rein. Wir sind erst bei 5 Minuten. Ja. Also, ich sag's mal so, warte. Man kann hier die Wiederholung angucken. Das war die KI-Schlacht gerade. Das hier waren die beiden Spielerschlachten. Also, der hatte quasi doppelt so viele Punkte wie ich. Mit was der hier schon alles ankam. Auch der hier hatte schon diesen fetten Panzer und hier das Teil. Also, die... Obwohl er punktemäßig eigentlich relativ gleichmäßig ist, also gleich auf ist wie mit mir, hatte einfach viel die besseren Karten. Wahrscheinlich hat er reingecashed. Weil das kostet 3000, das Ding. Dass du es hast. Könnte ich 3000 holen? Warte, ich guck mal. Ja, okay, gut, ich könnte es holen. Und ich habe nichts reingecashed. Das muss klar sein. Das ist das, was du am Anfang des Spiels einfach so kriegst. Also ja, gut. Vielleicht hat er auch einfach schlau gehandhabt und hat sich das Zeug so geholt. Trotzdem, der hier hat mich rasiert wie nix. Und bei dem hier, wie gesagt, hier zweiter, der hat die beiden Bunker zerstört, das Schiff war noch da. Hier, das ist schon lange her. Zwei Jahre, vor zwei Jahren habe ich mal ein bisschen gespielt. Da hat man noch Gegner gekriegt, die man auch besiegen konnte. Wie man hier sieht. Aber heute ist gar nichts mehr. Ich glaube aber auch, wenn man sich das jetzt anguckt, dass das Bot-Matches waren. Das müsste ein Modus mit Bots gewesen sein, den es allerdings jetzt nicht mehr gibt. Also ein normales Spiel mit Bots. Ich meinte, das war eine Kampagne. Aber die ist weg. Die existiert nicht mehr, die Kampagne. Weil ich meinte, ich hatte da eine Kampagne drauf. Und das da hier müssten Kampagnenspiele gewesen sein. Ja, siehst du auch vom Namen her. Ist immer derselbe. Also das müssten Kampagnengegner gewesen sein, die nicht mehr existieren. Noch ein Grund mehr, warum das Spiel nicht zu empfehlen ist, weil es nicht mal mehr eine Kampagne gibt, die es mal gab, aber die mittlerweile weg ist. Der einzige Vorteil des Spiels ist, dass die Schlachten sehr kurz sind. Ich glaube maximal 3 Minuten oder so irgendwas. Und ich finde es eigentlich echt schade, dass es die Kampagne nicht mehr gibt. Hier gibt es eigentlich noch die... verschiedene Maps oder sowas. Hier auch fehlende Einheiten, aber irgendwie funktioniert das hinten und vorne nicht. Oder kann ich das hier irgendwie... Nee, ich kann das nicht herausfordern. Weil das hier müsst ihr können, Zentralpazifik 120, ne? Aber ich kann das jetzt nicht irgendwie herausfordern oder so. Siegvorräte pro Tag, Vorräte pro Sieg. Ich check's nicht. Ich kann nichts wählen in der Hinsicht. Es wird hier keine Zeit angegeben. Geschätzte Zeit bis zur Findung. Gar nichts. Feind entdeckt. Oh, diesmal geht's schneller. Ach, das ist der zweite, den wir vorhin schon gespielt haben. Okay. Mal gucken, ob ich was machen kann, wenn ich schneller reingehe.
Alter, der mäht mich. Der mäht mich einfach nieder. Ich bin auf dem Weg. Okay, wenn du dich unten. Dann gucke ich, dass ich oben reingehe. Einfach nur, um möglichst Schaden anzurichten. Ja, ich habe seinen einen Bunker, habe ich. Komm. Ah, jetzt hat er den großen Panzer. Jetzt habe ich gelitten. Weil mein Panzer ignoriert andere Panzer. Kann gegen seine Panzer eigentlich nur mit dem Squad hier angehen. Aber was ich machen kann, während er sich um mein Schiff kümmert. Nein, ihr sollt. Ach, scheiße. Okay, den Panzer habe ich. Noch habe ich nicht ganz verloren. Komm, zerstör den Bunker. Ach, Kacke. Okay. Ja, toll. Einfach in ihn rein. Komm. Zerstör den Bunker. Ich will zumindest den zweiten Bunker noch. Scheiße. Jetzt muss ich 1 und 2 haben. Das müsste mir jetzt theoretisch sogar ein paar Punkte geben, oder? Ein Stern, weil ich den zerstört habe, aber es gibt mir gar nichts. Null Währung hat es mir angebracht. Keine Vorräte, gar nichts. Also wenn du nicht gewinnst, kriegst du nichts. Was willst du damit anstellen? Also. Fazit. Battle Islands Commanders. Absolute Nicht-Empfehlung. Wenn ihr darüber stolpert, ignoriert das einfach. Ab auf die Ignor-Liste, weg mit dem Scheiß. Tschüssikowski. Gut. Damit war es das entsprechend auch zu diesem Video. Mehr gibt es zu diesem Spiel auch nicht zu sagen. Entsprechend gibt es auch kein zweites Video dazu. Wir sehen uns in einem anderen Spiel wieder. Bis denne und tschö mit Ö.